Ach, hallo Marie, ach schön dich zu sehen. Sag mal, seit dem Corona hier, da haben wir uns ja so gut wie gar nicht mehr sehen können. Ach, wie hab ich diese Ruhe genossen. Den ganzen Tag Fernseh gucken auf dem Sofa, mittendrin mal zum Kühlschrank gehen und was essen. Und dann diese ausgiebigen Schläfchen den ganzen Tag. Das war ein Hochgenuss und niemand hat gestört. Na toll, also du scheinst es ja richtig genossen zu haben. Naja, du bist ja auch die Faulere von uns beiden. Also ich langweile mich schon ganz schön und bin froh, wenn Corona endlich rum ist und wir unser schönes neues Stück aufführen können. Ich habe da auch eine Idee. Wir machen ein großes Papiertheaterfestival zusammen mit dem Wolf aus Großzschocher. Der Das klingt aber ganz schön anstrengend. Ach, das wird lustig, du wirst sehen. Und vielleicht können wir ja jetzt für unsere Kleinfreunde ein Stück, was wir schon haben, auf Video präsentieren. Dann haben sie schon mal was zum Angucken. Und nach Corona machen wir das Festival und dann lassen wir es richtig schneien. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich präsentiere Ihnen das weltberühmte Papiertheater Paulinje. Wir spielen Rumpelstilzchen. Es geht los. Es war einmal ein armer Müller, der hatte eine wunderschöne Tochter. Mit der gab er auch mal gerne ein bisschen beim Mehlverkauf an. Seht nur, was für eine schöne Tochter ich habe. Eines Tages kam der König vorbei. Er hatte große Sorgen. Sein Königreich war total verschulden. Tag ein, Tag aus überlegte er, wie er sein Reich retten könnte. Grübelnd ging er durch die Straßen und hörte nebenbei, wie der Müller mit den Fischen schwatzte. Sieh nur, was für eine schöne Tochter ich habe. Ja, schön ist sie schon, aber bettelarm ist sie auch. Du kannst ja noch nicht einmal für eine anständige Aussteuer sorgen. Pah, mach dir darum keine Sorgen. Meine Tochter ist nicht nur schön, sie ist auch so geschickt, dass sie Stroh zu Gold spinnen kann. Ja, wenn du meinst. Der König kam eilig näher heran. Was sagst du da, Müller? Eine schöne Tochter, die Stroh zu Gold spinnen kann? Das glaube ich nicht. Wenn sie es wirklich kann, so werde ich sie zur Frau nehmen. Der Müller wusste, dass er gelogen hatte, aber das konnte er dem König ja nicht sagen. Also befahl er seiner Tochter: Geh mit dem König in sein Schloss und zeige ihm, dass du Stroh zu Gold spinnen kannst. Die Müllers Tochter folgte ängstlich dem König in sein Schloss. Dort führte er sie in eine Kammer, die über und über mit Stroh gefüllt war. Zwischen all dem Stroh führte nur ein kleiner, schmaler Weg zu einem Spinnrad. Spinn all das Stroh zu Gold. Wenn du es schaffst, heirate ich dich. Wenn nicht, wirst du es mit deinem Leben bezahlen und an meine Krokodile verfüttert werden. Da verschloss er die Tür. Die Müllers Tochter weinte bitterlich und schluchzte. Bitte, 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 lass mich raus! Bitte, ich bin doch nur eine einfache Müllers Tochter. Ich kann gar kein Stroh zu Gold spinnen. Ich habe keinen blassen Schimmer, wie man dieses Wunder vollbringen soll.
Doch niemand erhörte ihr Flehen und Klagen. Plötzlich hörte sie ein merkwürdiges Stimmchen. Wartet hier etwa jemand auf ein Wunder? Wunder sind meine Spezialität. Hey, Müllers Tochter, warum flennst du so? Ein kleines Männlein kam aus dem Stroh hervor und blickte sie fragend an. Ach, mein Vater, der hat dem König gesagt, ich könne Stroh zu Gold spinnen. Nun soll ich für den König bis morgen das ganze Stroh hier zu Gold spinnen. Und wenn ich es bis morgen nicht schaffe, dann werde ich den Krokodil zum Fraß vorgeworfen. Aber ich kann doch gar kein Stroh zu Gold spinnen. Niemand kann das. Was gibst du mir dafür, wenn ich es für dich tue? Für mich ist das eine Kleinigkeit. Wirklich? Das Mädchen überlegte lange. Ich weiß nicht. Ich hab doch nichts von Wert, was ich dir geben könnte. Und was ist mit deiner Kette? Nein, an dieser Kette hänge ich sehr. Mein Vater hat mir den Anhänger selbst geschnitzt. Und sie ist dir wichtiger als dein Leben? Nun gut, dann gehe ich eben. Nein, warte! Ach, die Kette ist zwar mein liebstes Andenken an zu Hause, aber was nützt es mir, wenn ich dann doch mit ihr sterbe? Also gut, Männchen, für mein Leben möchte ich sie dir geben, aber halte sie in Ehren. Tja, die ist ja nur aus Holz. Aber nun gut, scheint mir ein angemessener Preis zu sein. Tritt zur Seite und rühr dich nicht. Das Männlein setzte sich ans Spinnrad und begann schnurstracks mit der Arbeit. Und ehe man sich versah, war alles Stroh zu Gold gesponnen. Danke, liebes Männchen. Tausend Dank. Du hast mich gerettet. Das war Pillepalle für mich. In meiner Familie können das alle. Nun denn, ich muss fort. Tschö mit Ö. Und es verschwand so schnell, wie es gekommen war. Am nächsten Morgen kam der König. Er traute seinen Augen nicht. Er war wie geblendet von all dem Glitzern und Glänzen des Goldes. Wow, was für eine Pracht! So viel Gold! Und das alles nur aus schnödem Stroh! Da kann ich ja all meine Schulden bezahlen! Aber dann bleibt mir ja nichts. Und ich hätte doch noch so gerne ein neues Schwimmbad, ein Billardzimmer, ein paar neue Kutschen. Müllers Tochter? Das war erstmal eine kleine Kostprobe. Um mich zu überzeugen, musst du noch viel mehr Gold spinnen. Folge mir. Somit führte er die arme Müllers Tochter in noch eine größere Kammer, die noch viel dichter mit Stroh gefüllt war. Der König selbst passte nicht hinein. Also schob er die Müllers Tochter durch die Tür und rief, während er zuschloss: Spinn mir noch dieses Stroh zu Gold. So sollst du meine Frau werden. Es wird dir ja ein leichtes sein. Du bist ja so geschickt. Ich möchte früher auch nicht den kleinsten Halm Stroh finden. Denk an die Krokodile. Aber mein König! Ich habe doch bereits so viel Gold gesponnen, dass eure Diener es kaum vortragen konnten. Bitte lasst mich heraus. Ich flehe euch an. Aber der König war schon lange außer Hörweite. Es wird alles gut. Keine Panik. Alles wird gut. Einmal bin ich den Tod schon von der Schippe gesprungen. Es wird mir auch ein zweites Mal gelingen. Aber wie? Ach, denk nach, Müllers Tochter.
Also, wie hat es gestern das Männlein gemacht? Es ist zum Spinnrad gegangen, dann hat es die ersten Halme so gehalten und dann hat es sich hingestellt und dann... Oh Mann, dann ging alles so schnell! Hey, was soll das werden? Ich denke, heute steppt der Bär auf deine Hochzeit. Was hockst du zwischen all dem Stroh und heulst? Oh, oh, liebes Männlein, ach, was für ein Glück, dass du wieder da bist. Schau, der König befiehlt, dass ich diese ganzen Strohballen hier zu Gold spinne. Sonst bekommen mich die Krokodile zum Frühstück. Wow, das ist schon eine ganze Menge Stroh. Da würde ich dir schon raten, bei der Wahl deiner Gegenleistung nicht allzu geizig zu sein. Wie wäre es mit diesem schmucken Ring hier? Ach nein, liebes Männlein, bei allen guten Geistern, diesen Ring kann ich dir nicht geben. Er ist das Letzte, was mir von meiner verstorbenen Mutter noch blieb. Mein letztes Andenken an sie und mein Zuhause. Nie könnte ich mich davon trennen. Ist er dir wichtiger als dein Leben? Nun gut, dann gehe ich eben. Liebes Männlein, so such dir doch etwas anderes aus. Ich flehe dich an. Ach, es hilft nichts. Will ich meiner Mutter nicht in den Tod folgen, so muss ich auch meinen letzten Schatz hergeben, auch wenn mir dabei ganz schwer ums Herz wird. Doch sicher würde sie nicht wollen, dass ich so elendiglich sterbe. Männlein, komm, nimm den Ring und spinne das Gold. Ach, haben wir es uns doch noch einmal überlegt? Okay, ein hübscher Klunker. Passt in meine Sammlung. Dann mach endlich Platz, denn viel Zeit bleibt nicht. Flugs schnappte es sich die ersten Halme und begann zu spinnen. Noch flinker als am Vortag. Morgen graute, war das Männlein fertig und der König trat ein. Fantastisch! Mein schönes Kind, was für Wunderhände du doch hast! Es wäre eine Schande, ihn schon jetzt statt des Spinnrades einen Ehering zu geben. Noch ein letztes Mal sollst du für mich spinnen. Schaffst du es, ehe die Nacht vergangen ist, so werden wir heiraten. Doch schaffst du es nicht, so denk an die Krokodile. Nein! Und so steckte er das arme Mädchen in einen Raum, so groß wie eine Kirche. Die Strohballen stapelten sich bis unter die Decke. Keine Zwischenräume waren zu erkennen. Die Müllers Tochter hatte große Mühe, die wenigen Schritte bis zum Spinnrad vorzudringen. Sie begann leise zu weinen. Es wurde immer dunkler. Durch das Stroh kam kein noch so heller Lichtstrahl. Und mit voranschreitender Zeit verschwand auch die Hoffnung der Müllers Tochter. Wie eine Zauberformel flüsterte sie sich immer wieder die Worte zu. Er wird sicher gleich kommen. Bestimmt kommt das Männlein gleich. Ach, ich weiß es. Gleich ist es da und dann wird alles gut. Na, Müllers Tochter, Schalom, Schalömchen. Was machen die Hochzeitsvorbereitungen? Wird ja doch eher eine strohlastige Feier. Vielleicht solltet ihr Stroh zu eurem neuen Wappensymbol machen. Doch die Müllers Tochter strahlte nur. Ach, wie hab ich dich erwartet! Ach, ich bitte dich, lass die albernen Scherze und hilf mir noch ein letztes Mal. Und was habe ich davon? Ach, was habe ich denn noch, was ich dir geben könnte? Außer den Kleidern an meinem Leib ist mir nichts geblieben. Ich gab dir doch bereits alles, was mir lieb und teuer war. Aber bin ich einmal Königin, so gebe ich dir aus der Schatzkammer, was dein Herz begehrt. Ich verspreche es dir. Was nützen mir leere Worte? Ich denke, du wirst schnell dein Versprechen vergessen. Niemals würde ich so etwas tun. Ich schwöre es bei meinem Leben.
Worte nichts als Worte. Wer einmal Königin ist, braucht sich an keine Versprechen mehr zu halten. Allerdings hätte ich eine Idee, was du mir versprechen und danach nicht mehr verwehren kannst, weil ich es mir sonst einfach hole. Und das wäre? Dein erstes Kind. Nein, bei Gott, Männlein, was wäre ich für eine Rabenmutter, die ihr eigenes Kind verkauft. So etwas könnte ich nie, verlangt etwas anderes. Hast du vergessen? Ich kann Stroh zu Gold spinnen, ich brauch nichts anderes. Ach, dann werde ich wohl unverrichtete Dinge wieder von dann ziehen. Schade eigentlich. So wirst du als Festmahl für die Krokodile enden. Obwohl ich dir schon zweimal geholfen habe, vertraust du mir noch nicht einmal dein ungeborenes Kind an. Ach, hör sofort auf damit. Aber, ach ja, irgendwie hat er recht. Was haben wir denn davon, wenn ich sterbe? Aber ich kann doch nicht. Doch, du kannst. Aber es wäre doch mein Kind und es muss doch bei mir aufwachsen. Du entscheidest nicht nur über dein Leben, sondern auch über das deines Kindes. Und warum denkst du, es würde ihm bei mir nicht gut gehen? Denk auch an deinen alten Vater. Er wäre ganz allein ohne dich. Vielleicht lässt der König ihn auch hinrichten. Überleg's dir gut. Ach, Mann, was mache ich denn? Ach nein, es ist zwecklos. Ich habe keine andere Wahl. Also, Männlein, hiermit verspreche ich dir mein erstes Kind und jetzt fang endlich an. Und ohne weitere Worte zu verlieren, begann das Männlein mit seiner Arbeit. Es musste sich auch arg beeilen, denn nur wenige Stunden blieben es bis zum Sonnenaufgang. Die Spindel drehte sich, Bein für Bein wurde zu Gold. Das Männlein arbeitete so schnell wie der Blitz und irgendwann keuchte es. Fertig! So, ich wünsche euch eine angenehme Hochzeit. Doch gedenkt eures Versprechens. Wir sehen uns, wenn ihr euer erstes Kind bekommt. Und damit verschwand es. Als die Sonne ihre ersten Strahlen schickte, kam der König. Meine liebe Müllerstochter, tausend Dank für all das Gold. Wie versprochen, sollst du meine Gemahlin und Königin werden. Geh mit den Zofen und lass dich herausputzen für die Hochzeit. Auf, nun stehen dir glücklichere Tage bevor, als du sie dir jemals erträumen konntest. Und sie kleideten die Müllerstochter in Samt und Seide, frisierten ihr die Haare schön wie noch nie. Sie wurde eine würdige Königin, die ihren Gemahl sehr weise beim Regieren beriet. Und die beiden waren ein sehr glückliches Paar. Nach knapp einem Jahr gebar sie ihr erstes Kind. Die Königin und auch das ganze Volk waren überglücklich. Man pries und bejubelte den neuen Thronfolger. Hurra! Hoch sollen sie leben! Hurra! Bei all dem Glück hatte die Königin doch völlig das Männlein vergessen. Niemand beachtete die zwielichtige Gestalt, die sich langsam dem Palast näherte. Geschwind wie eh und je schlich es durch die Gänge zum Gemach der Königin. Hallöchen, Popöchen, Frau Königin. Wie ich sehe, hat sich dein Leben durch meine Hilfe sehr verbessert. Nun dann, jetzt fordere ich meinen Lohn. Wer? Was? Männlein? Oh Gott, dich hatte ich ja ganz vergessen. Aber nein, Männlein, nein, ich kann dir mein Kind nicht geben. Das geht doch nicht. Aber schau, wir haben eine ganz große Schatzkammer voller Juwelen, Edelsteine, Diamanten, Gold in Hülle und Fülle. Dort kannst du dir nehmen, was du tragen kannst. Bitte bedien dich dort, aber nimm mir nicht mein Kind. Ich erinnere dich an dein Versprechen, deinen Schwur. Das erste Kind war abgemacht. Kein Gold und kein Geld. Davon habe ich doch selbst mehrere Höhlen voll.
Nun gib mir, was du mir versprochen hast, du dumme Gans. Nein, Männlein. Und nenne mich nicht immer Männlein. Was ist denn das für ein Wort? Ein Männlein steht im Walde oder was? Meinst du etwa, ich sei dir unterlegen? Zu gering für einen Titel auf Augenhöhe? Sofort mitnehmen sollte ich dein Kind. Sonst bekommt es schon von Kindheit an keinen Anstand beigebracht. Aber nein, ich wollte dich nicht beleidigen. Also, so sag mir doch deinen Namen, damit ich dich richtig anreden kann und ich dich um ein Kind bitten. Meinen Namen willst du wissen? Mein Name, das ist mein Geheimnis. Den kannst du niemals erraten. Darauf könnte ich wetten. Edgy-Badge. Prima. Ich gehe die Wette ein. Wenn ich deinen Namen errate, dann darf ich mein Kind behalten. Bitte was? Nein, warte, Moment. Obwohl, eigentlich keine so schlechte Idee. Ich liebe Wetten. Aber diese Wette, die kannst du nicht gewinnen. Niemand ist dazu imstande. Nur ich alleine kenne meinen Namen. Na, dann ist ja alles klar. Wie viel Zeit gibst du mir denn, um deinen Namen herauszufinden? Ah, Prinzessin, du lässt dich nicht so leicht unterkriegen wie bei unserem letzten Treffen. Das gefällt mir. 3 Tage vielleicht? Länger will ich nicht auf mein Kind warten. Und wenn ich weiß, dass es schwer für dich wird. 3 Tage. Top, die Wette gilt. Wir sehen uns, sagte das Männlein und verschwand. Die Königin schickte alle verfügbaren Boten und Freiwillige ins Land, um nach Namen zu suchen. Im Palast sammelte sie alle Namen und überlegte, welcher wohl passen könnte. Ach, Kunibert, Wladimir, Rotbart, Schnuttel, Lothar, Trüffel, Krummbein, Rinsewind. Die Tage vergingen, die Königin wurde immer unruhiger. Radegundis vielleicht? Ach nein, das ist ein Frauenname, genau wie Ortrun. Aber Rasputin muss ich noch auf meine Liste nehmen. Ach, ich brauche mehr Namen! Lang lebe die Königin! Ich komme, um mein Kind abzuholen. Es ist mein Kind und das weißt du genau, du Wolzutan, Sukubius, Mephisto, Kevin, Morgomir, Ugo, Grimbold, Jetznik! Halt! Du glaubst doch nicht etwa, dass ich die Zeit habe, mir deine 1000 Namen anzuhören. Das dauert ja ewig. Und ich habe schließlich lange genug gewartet. Nenne mir einen Namen und dann werden wir sehen, ob du die Wette gewonnen hast. In diesem Moment kam ein Bote durch die Tür gestürmt. Schweißdurchnässt und vollkommen außer Atem, rief er. Frau Königin, oh, verzeiht, ich bin zu spät. Aber jenseits der Sümpfe, östlich der Dunkelberge, hörte ich einen Namen, wie es keinen zweiten gibt. Ein Männlein sprang dort um ein Feuer und sang, heute back ich, morgen brau ich, übermorgen hört ich mir der Königin ihr Kind. Ach, wie gut, dass niemand weiß, dass ich Rumpelstilzchen heiß. Rumpelstilzchen? Heißt du etwa Rumpelstilzchen? Fragte die Königin. Das Männlein erstarrte zur Salzsäule. Dann schrie es und tobte, es brauste und donnerte gewaltig. Du vermaledeites Reitvieh, das hat dir der Teufel gesagt! Und vor Wut fiel es tot um. Da war die Königin froh und herzte und küsste ihr Kind. Die Königsfamilie lebte glücklich und zufrieden. Und bekam noch 4 Öko-Kinder. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute.